Und Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon. Wir befinden uns immer noch in dem Dickdarmtunnel und werden uns jetzt auf die Route 2 bewegen. Und ich werde schon wieder angegriffen. Hattest du deinen Spaß am wenigstens hier in der Höhle in der Zeit, wo wir kurz Pause gemacht hatten? Ja, ich konnte aber die ganzen Dickdries und so alle immer one-shotten, also es ging eigentlich recht schnell. Ja, meine Pokémon sind dafür nur zu langsam. Ich habe gerade einen 22er-Hit abgekriegt auf meinen Shillock. Wie poste ich denn Pokémon nehmen und reinziehen in den Chat, also in den, wo du reinschreibst. Eigentlich. Lad mich mal ein, dann schicke ich dir den. Warte mal. Ich vergesse immer, dass wir nicht in der Party sind, wenn man offline geht. Ja. Ui, Granbull in. Das ist das Höchste, ne? Höher geht ja nicht. Ist halt nur kein Shiny, aber es ist das Höchste, ja. Hast du mal nachgeguckt, was der Wert ist? Hab halt diese IVs hochgehauen. Nee, keine Ahnung. Wüsste ich jetzt auch nicht, was der Wert hat. Ah, das hat dich jetzt aber auch dein ganzes Geld gekostet, wa? Nee. Wie viel Poké-Dollar hast du denn noch? 26.000. Hä? Okay. Ja, kriegst ja genügend. Und 841 Goldmünzen habe ich immer noch. Also. Ja, Goldmünzen habe ich auch. Zweimal habe ich sie jetzt nur benutzt. Das erste Mal war teurer als das zweite Mal. Von den Goldmünzen her. Kannst ja, ich bin ja auch wieder bei der ersten Jenny-Dingens und mach die Bounties wieder. Na gut, das gibt ja auch Geld, ne? Ja, also wie gesagt, wenn es daran liegt, dann kann es nur an den Goldmünzen liegen, dass du da irgendwann mal keine mehr hast. Aber ansonsten, geldtechnisch dürfte das alles gar kein Thema sein. Ach, nach da oben müsste man jetzt. Ah, okay. Und du kannst auch die ganzen Bäume wieder einsammeln. So, Flash. Ach, du musst jetzt durch diese dunkle Höhle da oben eigentlich, um nach Lavandia zu kommen. Da gibt's mein Lieblings-Pokémon. Ja. Okay. Müsstest du mir nämlich wieder mit dem Traden helfen, wenn ich das dann hab. Wir sind mein zweitliebstes, also mein liebstes ist ja Dragoran. Das hätte ich echt, also bei Dragoran muss ich echt sagen, wenn ich in den Punkt komme, wo man das fangen kann, also Dratini, die Vorentwicklung, suche ich mir da einen Wolf, ich will das Ding unbedingt in Shiny haben. Das kann mir egal sein, dann würde ich sogar einen Livestream machen, nur mit der Shiny-Jagd nach Dratini. Oh, das ist so cool, jetzt kannst du wenigstens in abgelegene Gebiete, wo du halt vorher noch nicht konntest, ohne Cut. Das ist geil, ne? Das war früher immer die Erfüllung des Lebens, als du das erste Mal gespielt hast, das Pokémon. Was ist Dream Eater? Traumfresser, da muss das Pokémon für schlafen. Du machst einen Heidenschaden mit. Aber das bringt dir nichts, wenn das Pokémon nicht Hypnose kann. Also neben dem ersten Poké-Center nach links. Ja, kannst du wegcutten, lichten Ball, ne? Kannst du lernen bei dem alten Mann. Da ist auch, da ist Dauzi. Das ist ein Mädchen da am Wasser. Ah, okay. Da kannst du rein, die lernt dir das erste Mal kostenlos. Ich mache jetzt die Daily Quests hier oben bei dem Berg. Unseren Lieblingstunnel. Kleinsteins drinne töten, kein Problem. Würde ich sogar sagen muss, dass ich. Ah ne, okay. Es wäre einfacher, jetzt hier oben durch den Tunnel durch zurückzukehren. Mm, 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 mm.
Ich finde echt faszinierend, wie viele Leute diese, ich sag mal, diese Pokémon-MMOs spielen. Sei es Pokémon Revolution, sei es das hier, sei es Poké-MMO. Wir hatten damals ein anderes Pokémon-MMO, das musstest du über mehrere Seiten dann downloaden und Ordner erstellen und so, um daran zu kommen. Das war noch altmodischer als Pokémon Re also von der Aufmachung her. Ja. Altmodischer als Pokémon Revolution. Das sah eher aus so wie die alten, ganz alten Pokémon-Edition. Das hatten wir damals gefunden. Vor Aber das war allem, noch zu meiner Schulzeit und so. ich glaube, dass mein Granbull mit Intimidate und Jolly, das ist genau die Combo, die die meisten auch bei Abra immer suchen. Bei Intimidate, wenn du in den Kampf startest, fällt automatisch die Attacke vom Gegner. Ja. Und Jolly gibt dir mehr Speed und ein klein wenig weniger Spezialattacke. Ist das bei. Na, warte, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Wo siehst du denn, Jolly dass ist ein, das. Wo. Jolly ist Natur. Jolly ist Also Nature. Natur. Also die. Wie soll ich das sagen? Wie nennt man denn das? Ich glaube, Warte das ist mal. so vielleicht ein Verhalten. Nehmen wir mal kurz eben auf. Bei Natur habe ich Sessi. Habe Und ich auch einen. Ability habe ich Torrent. Das weiß ich, was das ist. Aber die beiden meinst du, unter Ability hast du eins und unter Natur hast du das Ja, bestimmte. Ability ist Intimidate bei mir. Da fällt automatisch die Attacke beim Gegner. Und Natur ist Jolly. Das sind so Sachen, da, ich glaube, ich würde mich irgendwann mal hinsetzen und mir die ganze Kacke da aufschreiben. Was, dass ich mir einmal mein Heftchen alles aufschreibe, was jetzt genau die Bedeutungen sind und dann einmal nachgucken, dass ich dann alles so hinkriege, wie ich das gerne hätte. Naja, bei den Naturdingern brauchst du ja nichts, was bedeutet. Das siehst du hier unten. Naja, das ist klar. Zumindest hat er mal Bashful. Sieht man das echt? Hier, also so, warte mal, ich habe da eine Seite gefunden. Da habe ich ja vorher auch nachgeguckt. Hier pokemon.db.net. Jolly ist Special Attacke runter und Speed aufwärts. Ja. Bashful ist, habe ich bei dem einen Mankey Special Attacke nach unten. Ah, okay. Wenn du zum Beispiel keins grün und keins rot ist oder orange, Ja. dann gleicht sich das auch. Mein Mankey hat Bashful. Das macht Special Attacke nach unten, aber gleichzeitig auch wieder ein Plus bei Special Attacke. Das heißt, es gleicht sich aus. Deswegen ist nirgends grün und nirgends rot. Okay. Du hast, bei wenn er HD ist, hast du nichts. Dann bei Dozile, keine Ahnung, hat er auch nichts, ist auch ausgeglichen. Dann eben Bashful, Quirky und Serious. Das sind die, wo du gar nichts hast. Der hat ein einziges Pokémon. Was leveln wir denn jetzt mal hoch? Shellog 26, Simsala 26, Tauboga ist nur 25. Das kriege ich mal ein paar Kampfpunkte. Not very affected. Und trotzdem bin ich gespannt, wann wir das erste Mal ein Shiny bekommen. Ja, bist du echt gespannt? Naja, ich meine, ne, sie haben zwar gesagt, man erkennt's, aber wie erkennt man's und ist das voll deutlich oder all das? Ja. Einfach mal das Gefühl, einfach mal zu wissen, wie das Ja, du Gefühl ist. siehst ja alleine schon auf der ersten Route, da stehen sie ja schon wie die Doofen und suchen sich einen Wolf. Zum einen werden die, denke ich mal, sich da versuchen, dann halt die beste Version von den einzelnen Pokémon rauszusuchen. Und die andere ist, denke ich mal, dass sie dann versuchen, dann wirklich auf Shiny-Jagd zu gehen, früh. Ja.
Weil die handeln hier nicht so hart mit den Pokémon wie in Revolution, ne? Weil da posten sie einen Shiny rein und schon bieten da die Leute drauf. Ja, gut, du musst halt auch bedenken, das gibt's ja jetzt auch nicht lange. Das ist ja immer noch in der Beta. Du findest, du hast es ja so gar nicht gefunden. Du findest es auch immer noch so gar nicht. Du findest ja eigentlich ja keine richtigen Hinweise dazu. Wie gesagt, wenn ich das Video nicht gefunden hätte von dem Typen und der den Discord-Link unten reingehauen hätte, dann hätten wir das bisher wahrscheinlich immer noch nicht gefunden. Ich habe mir ja auch einen Wolf gesucht. Ich habe ja die ganze Zeit Ja. gesagt, das kann ja nicht sein, dass man das nicht finden kann. Weißt du, im Moment, wenn du wieder so eine Quest hast, sollst Sparrows besiegen und findest die ganze Zeit Tauboga. Taubsi, Entschuldigung. Wenn ich mal. Ich würde jetzt echt mal gerne was anderes als ständig hier. Carpados oder wie der heißt, dieses Little Fish. Du kannst mit der großen Angel nicht so viel fangen, ne? Mit der kleinen. Du kannst So. eigentlich nur Carpador fangen und das war's schon fast. Ich glaube, ganz selten noch Tentacher. Ah ja, gut, das habe ich vorhin auch ein paar Mal Und ich gefangen. glaube, vielleicht noch Muschas, aber mehr fast gar nicht mehr. Ja gut, dann warte ich mal, bis ich die andere. Brauche ich die Zeit damit gar nicht verschwenden? Und ich hatte mit einem Kumpel vorhin nochmal geredet, der Pokémon, also exzessiver Pokémon auf dem Gameboy spielt als ich. Und da sagte er mir, wenn er auf Shiny-Jagd geht, Ja. ist es so, dass er in eine Grasfläche reingeht. Und dann drinne bleibt in dem Ding und dann immer abhaut, weil dadurch steigt der Encounter schneller meistens, Okay. weil er hatte bei dem kannst du ja die ganzen Animationen ausstellen. Ja. Deswegen geht das alles schneller und weil er auf dieser einen Grasfläche bleibt und nicht runter geht, geht der Encounter immer höher. Und wenn du dann einmal irgendwie nur von der Fläche schon runtergehen, zerstört den Encounter. Okay. Ob das jetzt alles so ist, ob das hier auch so ist, ob das jetzt wirklich so ist, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit nicht befasst. In den Internetseiten steht zum Thema Shiny auch, dass es ein Encounter ist, der sie stackt. Also, Ja. ich habe mich da, wie gesagt, nie so richtig mit beschäftigt. Ich wusste auch lange Zeit nicht, ich habe, wie gesagt, mit den Also. ganz alten Pokémon-Versionen angefangen. Ich habe aber auch erst, glaube ich, oder realisiert, dass es Shiny-Pokémon gibt bei Alpha Saphir und so eine Scherze, also bei den etwas neueren Versionen. Ja. Also, du kannst dich auf der grünen Fläche bewegen, aber du sollst da drin bleiben, oder was? Genau, du sollst auf der Fläche drinnen bleiben, weil sonst zerstörst du diesen Encounter. Okay, na gut. Wie gesagt, ob das jetzt wirklich so ist, ich weiß es nicht. Du siehst ja die Leute nie runtergehen von einer Fläche, die bleiben immer auf einem Grasding ja auch hier. Naja. Die gehen ja nie richtig runter. Die suchen sich eine Fläche aus und bleiben anscheinend immer da drauf, wie besenken. Ja, je nachdem, ne, was es da für Pokémons gibt. Wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt hier, Grünfläche, sage, es gibt hier einen Rattata, einen Spearow, einen Mankey, eins, das ich noch nicht hatte, einen Flickmon. Das ist auch nur Fishing. Und die anderen sind alles Fisch. Wenn du sagst, du möchtest davon vielleicht ein Shiny bekommen, dann musst du halt wahrscheinlich hier bleiben auf der Fläche und einfach. Genau. Ja, verstehe ich schon. Das Gute ist halt, je höher du bist, ne, desto größer ist halt die Chance, dass du auch abhauen kannst aus dem Kampf. Na, und es ist zum Beispiel einfacher Dinger wegen mit dem Fahrrad, weil dadurch bist du ja schneller auch. Ja. Oder du hast halt ein. Du hast diese Fähigkeit, die ich mit Lockduft. Bisa gehabt habe, diesen Duft, ja, da kannst du ja immer zwischendrin das erzwingen. Ja, das sagt er ja auch zu mir. Das ist ja auch Items, die das erzwingen. Ja. Also das ist eigentlich Oder Attacken. doppelt. Du erzwingst das und dann musst du ja trotzdem bewegen, damit der Cooldown wieder weg ist. Ist Lockduft bei dir oben am Bildschirmrand? Auch, aber ich hab's nicht mehr, ich hab's verlernt, Ah, weil ich okay. das kacke fand. Da ist aber auch ein Timer drauf, dass du es außerhalb des Kampfes benutzen kannst, ne? Ja.
Na, ich wollte nämlich schon sagen, es kann ja nicht sein, dass du es immer permanent benutzen kannst. Es ist eine Fähigkeit während im Kampf und dann ist es halt außerhalb, wo du sagst, ja, erzwing jetzt und dann kommst halt direkt in den Kampf rein, wenn du auf einer grünen Fläche bist. Genauso, genau das könnte ich mir auf der Switch richtig gut vorstellen. Wenn du einen Account mit rübernehmen könntest, Alter. Mega cool. Wäre auch also einfach umzusetzen. Ja, eigentlich schon. Ich meine, du bewegst dich ja nur und klickst hier und das Zeug an oder kannst per Touchscreen kannst du das Zeug einfach hin und her ziehen. Deswegen wirklich schwer ist es nicht. Gut, brauchst halt die Leute dafür, ne? Die sich damit auskennen. Ich weiß gar nicht mal, ist das nicht auch eine Art Emulator? Ja, es gibt mit Sicherheit irgendwie eine Möglichkeit, das dann irgendwo drauf spielen zu können. Ich finde es schon witzig, dass man Revolution ja auch auf dem Android installieren kann. Steht ja bei Android-App. Eine Android-Datei, aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so funktioniert oder ob das jetzt wirklich so geht. Alter, wenn du vor mir einen Shiny findest, kaufe ich dir einen Spiel deiner Wahl. Schon wieder. Das ist jetzt eine Wette. Das ist. Weiß, wie das damals war, auch bei Fortnite, wo ich im Busch mit dem Busch gewonnen habe. Das ist jetzt eine Wette, ist jetzt ausgesprochen. Oh Gott. Das bei Fortnite war Glück. Ja, natürlich. Und hier ist es dann pures Können. Ja, du hier bist du ja anscheinend was Besonderes. Ja, natürlich. Ich wäre schon mit einer WoW-Gamezeit. Wie soll ich da das sagen? Befriedigt. Das hört sich falsch an. Schmutzig. Ja, zählt ja eigentlich auch als Spiel, ne? Was kostet ein Jahresabo? Das weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst kein komplettes Jahr abschließen. Das weiß ich gar nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich glaube, 2 Monate kosten, glaube ich, immer so ungefähr 22 € sowas, glaube ich. Ich will mich auch so in den Arsch beißen, wenn wir es mal irgendwo verpennt haben, dass wir da schon Shinies umgehauen haben. Deswegen wollte ich, hab ich gefragt, weil es ist halt auch komisch, weißt du, du kriegst halt auch nicht mit, ist es ein grünes, ist es ein blaues. Aber ich glaube, das hat nichts mit Shiny zu tun. Du könntest auch ein Shiny weißes Pokémon bekommen. Also ein weißes mit einem weißen Namen. Ach so, was er hier. Wenn die IV-Stats nicht gut genug sind, dann ist der Name ja, das hängt ja nur mit dem Namen, Farbe der hat. Ja, genau deswegen. Weil, das habe ich nämlich auch schon gesehen, die hat nämlich einen weißes Blutzug gepostet. Also, ich denke mal, du wirst hier richtig dick Schotter machen können an den Spielern. Wenn du dann zum Beispiel, sagen wir mal, du schaffst es, ein Shiny Glumanda zu finden in Orange. Ja. Gehen wir mal kurz heilen für den Weg, wegen den Attacken. Oh, ich hoffe, es gibt hier die Spielhalle. Dann gehe ich zocken. Gibt's doch. Die sind doch vorhin auch irgendwo an den ganzen Automaten gesessen. Das war ja die Nachricht. Ach, das waren die Dinger. Na, Slotmaschinen. Wie heißen also?
Ich glaube, das sind das nicht die mit dem hier auf bei uns, sind es da die einarmigen Banditen oder dieser, ja. Ja. Irgendwas mal mit denen vorhin. Ach, mit dem war das vorhin. Oh, geil, dann gehe ich gambeln. Geld sammeln. Oh, da hat einer ein lilanes Sandama gepostet in Shiny. Und da ist auch das S in deinem Namen. Ja, siehst du? Lila. Das hat, ich glaube, mit dem Namen nichts zu tun. Das mit dem Namen hat alles mit den IV. Bei den Stats da, ne? Ah, jetzt kann ich hier hinten lang. Route 9. Picknicker. Alicia. Na komm, wir kämpfen mal gegen dich. Lass mal Tauboga vorne. Weil das. Ja, passt. Käfer-Pokémon. Pflanzen-Pokémon. Nachher machst du sowieso dein ganzes Geld an der Pokémon-Liga. Ja. Weiß nicht, wie viel hat man da früher gekriegt pro Gegner? 12.000? Moin. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich denke mal, dass so in dem Bereich war. Also auf jeden Fall bist du mit einer Schweineasche da rausgegangen. Aber wenn man jetzt Surfer könnte, könnte ich mir Zapdos holen. Aber ich bin nicht doof, das ist ja, glaube ich, auf Level 50. Ja, win 150 NPC-Battles. Hier geht's runter. Oh, in dem Stein ist da tatsächlich was drin. Ich krieg da einfach random drauf. Oh, und Sonderbonbon ist da drin. Kriegst du die Steine auf? Den Stein, den sie meinte, ist neben der Treppe. Es ist auch, da sind doch immer diese ganz kleinen Steine, so drei so Bröckchen nebeneinander. Warte, ich mach dir mal ein Bild davon. Ich kann das schwer bezeichnen. Den Stein meinte sie nämlich. Warte. Hier kriegst du auf dein Handy. So ein Stein meinte sie. Oh. Muss das nur durchkommen. Mein Handy ist ja momentan nicht so ganz auf dem Punkt, dass es mal die Dinger durchnagelt. Ja, aber. Ach so, okay. Den anderen Stein, den du meintest, den brauchtest du für Zertrümmerer. In Zertrümmerer können, glaube ich, auch Items drin sein, aber im meisten Fall sind da Pokémon drin. Okay. Wie zum Beispiel Krabby ist da drin. Kleinstein kann da drin sein. Oh, das war jetzt der dümmste Tausch, den ich gemacht habe. Okay, mit der Hornattacke geht das doch ganz gut. Absol, also ist, also die. Ich glaube, du kannst ja am Anfang nur. Oh, das habe ich Cut benutzt, das ist egal, ist Ebersicht. Du kannst ja nur auswählen Kanto oder Johto. Die Ja. dritte Region kannst du ja noch nicht auswählen. Ich glaube, die dritte Region, da sind die Pokémon zwar von drinne, aber die Region ist noch nicht drin. Das heißt, du kannst auch noch nicht die Orden holen, obwohl die angezeigt werden. Ach so. Wie da jetzt einer die ganzen legendären Pokémon reinpackt in den Chat, da weil er die wegtauschen will. Zack, den Kampf haben wir für uns entschieden. Das hat aber jetzt auch ordentlich an den Punkten von Nidoran gehabert. Da unten ist nichts. Wir klicken nochmal den Stein an. Und dann, Freunde, würde ich an dieser Stelle erstmal die Folge wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir auf dem Weg zum Rocktunnel sind. Macht's gut und bis dahin. Ciao!